Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Masters Jigs und heute mit dem spezielles Kampfevent Stelle dich Sharon und Bell. Das sind ja die Neo-Champs, das haben wir ja schon gesehen. Willkommen im Raum der Neo-Champs ist die erste Geschichte. Wir werden dann wahrscheinlich nur kurz hier kämpfen. Das könnte heute ein kürzeres Video werden, aber das machen wir einmal so. Nur entsprechend ein kürzeres Video, einmal ausnahmsweise, weil wir ja noch viele andere Events haben, die ich euch dementsprechend gerne hier zeigen möchte in den nächsten Videos. Und dann natürlich gerne wieder ein Like da lassen und dann schauen wir mal. Ein Herz, das nach Stärke schreibt und ein Geist, der wahre Stärke verstehen will. All das weiß ich wertzuschätzen und ich respektiere dich, weil du gerade diese Tugenden besitzt. Begib dich nun in den nächsten Raum, wo die Neo-Champs von Party darauf warten, von dir zum Kampf herausgefordert zu werden. Da sind sie. Genau, willkommen im Raum der Neo-Champs. Wir haben bereits auf deine Ankunft gewartet, Niklas. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr es uns freut, einen Kampf gegen dich, unseren ersten Herausforderer als Neo-Champs, zu bestreiten. Ich liebe deine Art, Pokémon-Kämpfe anzugehen. Und dein Pokémon-Team scheint mir in diesem Punkt voll zuzustimmen. Vor kurzem ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe begriffen, dass die Pokémon an unserer Seite sind, um uns Menschen zusammenzuführen. Ein Befehl genügt und schon stürzen sich unsere Pokémon in den Kampf, immer in dem Bewusstsein, dass sie dabei auch verletzt werden könnten. Wenn du dir das vor Augen führst, wird dir klar, wie viel sie dir bedeuten und von welch tiefem Vertrauen deine Beziehung zu ihnen geprägt ist. Sich zum Wohle anderer in Gefahr zu bringen, ist nichts, das nur Pokémon für Menschen tun. Die Frage ist nun, was können wir für unsere Freunde tun, die für uns kämpfen, inwieweit stehen wir in der Pflicht, etwas für sie zu tun? Ich weiß, wir kämpfen mit aller Kraft für das Ideal eines besseren Zusammenlebens von Menschen und Pokémon, wenn wir hier auf Paso sind. Also, ich möchte dich etwas fragen. Willst du zuerst gegen mich oder gegen Sharon antreten? Ich möchte zuerst gegen dich kämpfen. Danke, ich würde dir mein Bestes geben. Also dann, nehmen wir unsere Position ein. Alles klar. Bist du bereit, Niklas? Ja, okay. Ich bin mal gespannt. Wir dürfen natürlich gegen die kämpfen mit ihren legendären Pokémon. Schauen wir mal, ob ich tatsächlich gegen sie zuerst kämpfen muss. Geschafft aber erstmal. Okay. Stelle dich dem Neo-Champ. Ich guck mal kurz das Level. Level 100, okay, das passt. Gift-Pokémon, das sollten wir eigentlich hoffentlich, ja, schaffen. Wenn nicht, schauen wir mal. So, wir probieren es jetzt mit diesem Team hier. Die Pizzas mit Wickel sollen natürlich hierfür dementsprechend Schaden sorgen. Ich hoffe natürlich dementsprechend, das klappt so, wie wir uns das vorstellen. Ja, ansonsten schauen wir mal, wie stark die ist und ob wir es schaffen. Steht super schwer dran, das heißt, die könnte schwierig sein. Wir machen erstmal eine Schlammwoge, X-Tempo, Wickel, damit das hier klappt mit Vipites, damit wenn die uns angreifen, mit dementsprechend das haben. So, ich würde natürlich gerne auch auf die Vergiftung gehen. So, auf Wickel. Die anderen können wir gleich schon machen. Giftschock. Das einmal. So, spielen wir hier auch einmal Wickel. Damit alle mit Wickel einmal umschlungen sind. Das war jetzt nicht so schön. Da sollte der drauf gehen. Attackenleiste können wir gleich füllen. Gefährtenattacke hätten wir auch mal drücken können, okay. Ah, nicht so schön, aber der lebt noch, ne? Deiner KP, ne, ganz, okay, kommt nicht mehr durch. Schade. So, Schlammwoge. So, alle sind jetzt hier dementsprechend. Gefährtenattacke kommt gleich von mir hoffentlich mit viel Schaden um die Ecke. Ich hoffe, wir schaffen das. Sehr gut. Matschbombe, so eine Vergiftung wäre nicht verkehrt. So, Amphira mit der Gefährtenattacke. Wir müssen es schaffen, dann zeige ich euch trotzdem den anderen Kampf, dass ich wenigstens es versucht habe. Oh, fuck, ja, der macht richtig viel Schaden. Okay, die sind halt krass. Ja, ja, wenn es nicht schaffe, dann ist es halt so. Aber ich habe es euch einmal gezeigt. Und mein Bestes versucht. Der andere Kampf wird genauso wahrscheinlich genauso schwer sein. Aber ich habe halt nicht genug gepusht und ich habe auch, glaube ich, auch ehrlich gesagt, keine Lust weiter zu pushen, aber ich habe es euch einmal gezeigt. Ich mache einmal Schaden, aber das ist für mich tatsächlich
zu schwer. Ich müsste halt wirklich viele Ressourcen einsetzen, um das hier zu schaffen. Das haben die. Es ist zwar Level 100, aber man muss halt richtig krass. Ja, ich nenne es auch mal hier in diesem Kampf CP-mäßig gearbeitet haben, engagiert sein. Es bringt halt nicht wirklich was. Die boosten sich auch noch mal krass. Und er heilt sich sogar noch hoch. Schwer vergiftet, okay. Das heißt, ich meine, ich mache Schaden. Aber ich heil... Wow. Ja, das bringt halt nichts. Es ist halt... Ja, ich guck mal, was wir beim anderen brauchen. Vielleicht schaffen wir den anderen Kampf zu gewinnen dementsprechend. Ja, ich bin tot. Keine Chance. Die machen zu viel Schaden. Ich halte halt nicht genug aus gegen die. Gucken wir mal, wie das andere Pokémon ist. Leider wurde Vipitas hier besiegt. Schade, ich habe es euch aber trotzdem einmal kurz gezeigt. So, stelle dich den Neo-Champ Chergen 1. Es gibt also mehrere Kämpfe. Der erste Elektro. Okay, gucken wir mal, ob wir ein cooles Elektro-Team haben. So, dann gehen wir auch hier gegen Sharon in den Kampf. Versuchen es mal. Wir haben Major Bob und Elektroball mitgenommen, um durch die K.O.-Explosion auch nochmal Schaden zu richten. Ja, ansonsten geben wir natürlich dementsprechend unser Bestes und hoffen, dass wir hier dieses legendäre Pokémon gut abschneiden. Aber ja, sehr wahrscheinlich nichts. Aber ich werde versuchen, mal mit Paralyse und so weiter zu arbeiten. Legen wir los. Ladungsstoß. Wir boosten erstmal alles. Da soll natürlich auch dementsprechend auch erst angegriffen werden, damit das passt und klappt. Ja, wir machen nicht wirklich viel Schaden. Das ist der Nachteil. Ich werde aber auch erstmal hier, wenn der angegriffen wird, mit Trank arbeiten. So, erst in der nächsten Runde. Gefährtenattacke. Oh. Okay, die greifen alle an. Das ist nicht so cool. Der soll angegriffen werden. Donnerblitz. Ladungsstoß. Gefährtenattacke von Pikachu. Kann ja hoffentlich gut werden. So. Einmal das nochmal. Ich muss dann gleich mich einmal heilen, weil Pikachu gerade hier besiegt wird, obwohl er gar nicht das erste Angriffsziel ist. Habe ich nicht so eingestellt. Ja, ist doof. Kann ich aber nichts dran ändern. Ja, Schaden ist okay. Also bei Elektro, ich könnte vielleicht, wenn ich einen mitnehme, der... könnte ich dann mir Schaden anrichten? Ich weiß es nicht ganz genau. Wir machen das mal hier. Da kommt auch gleich wieder seine Gefährtenattacke um die Ecke. Das ist nicht so cool. Trank gebe ich mir noch einmal auf. So, zack, zack, zack. Ja, wir sind hier schon ein bisschen stärker. Unterwegs, aber die sind trotzdem stark. Okay. Ja, Pikachu soll eigentlich noch leben. Ich würde tatsächlich einmal den Elektroball heilen. Ich muss kurz einmal jetzt hier meine... Oh, verfehlt, das ist gut. Pikachu geht gleich... Oh, die anderen gehen auch kaputt. Verbrennung, na toll. Notfallheilung ist auch am Start. Hoffentlich gleich. So, einmal nochmal für die Leiste. Oh, ja. Okay, das ist gut, dass die Notfallheilung da aktiviert worden ist. Seine Para wäre natürlich gut. Ja, sehr gut. Verbrennung schadet aber leider Pikachu. Das ist nicht cool. Ja, diese Kämpfe sind zu krass. Die sind zu schwer für mich. Ja, aber... Ja.
Ja, ich müsste auch mal wieder intensiver mehr hier mich drum kümmern, meine Pokémon besser zu machen. Die Fernattacke ist natürlich gut und schön. Die K.O.-Explosion wird leider nicht ausreichen, um genug Damage zu machen. Ihr seht es ja schon hier. Zu viel Schaden. Und jetzt werde ich durch die Verbrennung leider Gottes sterben. Nicht ganz, aber ich werde nochmal noch eine Attacke drücken. Ich kann meine Anzeigentafel leider nicht auffrischen. Und ja, jetzt gibt es noch die K.O.-Explosion. Nimmt nochmal Schaden. Aber das reicht leider Gottes nicht. Ich bin jetzt durch die Verbrennung auch besiegt. Leider. Schade. Ja. Okay. Aber wir haben uns wacker geschlagen. Das war's leider dann schon wieder vom Video. Ja. Ich wollte es einfach nur euch mal gezeigt haben. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich ja die Möglichkeit habe, dementsprechend zu pushen. So aber leider nicht. Ja, das war's leider vom Video. Und dann ciao, ciao, bye bye und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal.